Tausende Polizisten stehen in Paris bereit, um erneute Ausschreitungen bei Massenprotesten gegen die Regierung wie vor einer Woche zu verhindern. Zahlreiche beliebte Touristenziele wie der Eiffelturm bleiben diesen Samstag in der französischen Hauptstadt geschlossen, ebenso wie viele Geschäfte. Demonstranten haben in sozialen Netzwerken für dieses Wochenende zum vierten Akt aufgerufen, in Anspielung auf die drei vorangegangenen Wochenenden, an denen die sogenannten Gelbwesten gegen hohe Lebenshaltungskosten und die Steuerpolitik von Präsident Emmanuel Macron protestiert haben. Wenn Frankreich so pleite ist, dann müssen die erstmal anfangen zu sparen. Dann zurren auch wir den Gürtel enger. Aber wenn sie das nicht tun, warum sollten wir? Macron muss aufgeben. Wir sind gekommen, um die gelben Westen zu unterstützen, weil wir der Meinung sind, dass es zu viel Polizeigewalt gibt. Das muss aufhören. Ihre Behauptungen sind richtig. Frankreich liegt im Sterben und unser Präsident schweigt. Insgesamt sind im ganzen Land 89.000 Polizisten und Ordnungskräfte im Einsatz. An den vergangenen Wochenenden war es wiederholt zu teils schweren Ausschreitungen gekommen.